Hi, ich bin der Günther, ich hoste am Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune Chapter 2. Die Beleuchtung ist doch nicht ganz so ideal, wie ich gedacht habe. Heute ist es draußen ein bisschen dunkler, deswegen habe ich ausnahmsweise absichtlich die Jalousie oben gelassen, aber ja. Wir machen uns auf zum finalen Battle. Queen Runde 1 haben wir letztes Mal besiegt. Eine gibt's jetzt noch. Und dann haben wir gewonnen. Der Ritter. Der brüllende Ritter. Heute hat er sich entschieden, diese Welt zu erschaffen. Seine lange Hand im Himmel hat er seinen Willen in sein Schwert gezogen und hat einfach die Fontäne aus der Erde geschaffen. Unglücklicherweise, die Welt, die er erschaffen hat, ist noch im Inneren der Bücherei gefangen. Wenn wir nur eine Möglichkeit hätten, mehr Dunkelheit zu erschaffen, könnten wir die gesamte Welt überstecken. Das war's, als ich realisiert habe. Diese Kraft, diese Willenskraft, die Kraft der Entschlossenheit. Ist das etwas, das alle Leitners besitzen? Wenn einer einfach nur entschlossen genug war, könnte nicht jeder eine dunkle Fontäne machen? Also dann, als der Ritter gegangen ist, werde ich einfach eine neue erschaffen. Ja, kann man noch mehr reinpacken. Noelle, wie findest du diese riesige Hand? Super, und wie fühlst du dich über Weltherrschaft? Ah! Schmerzen. Da kam der Angriff. Susi, du bist gekommen, um mich zu retten? Irgendwie wusste ich, dass du würdest. Wusstest du? Warte. Du musst hier raus, schnell. Hä? Queen? Es scheint, als hättet ihr versagt, es zu bemerken. Diesen riesigen, bescheuerten Roboter mitten in meiner Villa. Well. Das ist nicht gut, sie ist unverwundbar so. Hä? Sie hat den ganzen Tag mit ihrer finalen Form angegeben. Du glaubst, ein bisschen wachsen hilft dir. Ja. Oh, ja. Können wir jetzt die Welt übernehmen? Susi, lass uns einfach aufgeben und... Was für ein Scheiß! Susi? Also, was, wenn du noch eine Form hast? Wir auch! Chris Ralsei, los! Was? Ah ja. Ah ja. Was tut ihr? Das ist unsere ultimative... Warte jetzt, wo du es erwähnst. Oh nein, anscheinend habt ihr gleiche Kampfkraft wie ich. Ich hoffe, Ich kann nicht reden. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich mich nicht zurückhalte. Hui. Wir fallen. Irgendwelche Ideen, wie wir hier wieder rauskommen. Ich schätze mal, das ist Birdly. Keine Sorge, ich bin hier. Chris, Susi, meine Kraft ist immer noch zu wenig, um euch zu helfen. Aber ich habe euch Hilfe gesucht. Kameraden! Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich die synchronisiert habe. Im Kampf gegen Queen haben wir alle möglichen Freunde gefunden, nicht? Mit unseren Müllskills haben wir jeden verändert, damit sie zusammenarbeiten. Oh, hi. Hi, Ruxus.
Oh. Chris, Susi, pass auf! Das ultimative Gruppenprojekt! Nein. Nein. Das machen sie jetzt nicht. Katzen. Maus. Ach du. Und wichtigstes, was zum Fick das auch immer ist. Fun Fact, wenn man in Kapitel 1 hier die Ente auf dem Computer baut, hat mir mein Bruder erzählt, hat man in diesem Kampf eine neue Ability, die man sonst nicht hat. Habe ich schon mal erwähnt, dass das hier ein LSD-Trip ist? Ach du meine Fresse! Endlich ein würdiger Gegner! Round 1! Fight! Trash! Diese Welt ist am Ende! Jetzt können wir nur noch kämpfen. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ja. Nein, ich werde natürlich einfach weiter Monologe führen, während ich euch zusammenschlage. Und ja, der Final Boss ist einfach noch ein Punch-Out-Battle. Es ist Zeit, dass man ihre eigene Kraft realisiert. Ihr eigener Wille, ihre eigene Entschlossenheit. Oh. Okay, okay, da war ein bisschen Damage. Ach, dafür reicht's nicht ganz. Ich heil mich einfach mal. Oh, das kostet nächstes Mal mehr. Wenn sie sich auf ihre Klinge fokussiert, wird sie eine neodunkle Fontäne kreieren und eine andere und andere. Offensichtlich hat die Giga Queen ziemlich viele Leben. Da sind noch zwei ganze Lebensleisten. Und dann, wenn die ganze Welt in Dunkelheit ist, sie und jeder können ewig in Luxus, frei von Angst und Leid leben. Okay, erstes Leben weg. Runde 2, ja. So, jetzt habe ich... Oh! Ich habe instant einen Angriff? Chris, Susi, warum helft ihr mich auch? Ich erschaffe die Welt eurer Träume und meiner. Armes Klick. Ich kann jetzt 4-mal hitten. Oh. Der war mies. Ich kann hier auch noch Items nutzen. Susi! Bro, lass mich nicht einfach schlagen und du kannst so viele Skateboards haben, wie du willst. What the fuck, der Angriff war verwirrend. Und Chris, mein Verbündeter, du kannst so viel... Okay, keine Ahnung, was du magst. Oh Gott, jetzt kommt lauter Zeug, für das ich zu blöd bin. War da noch wer?
What the fuck? Warum kommt hier eine normale Attacke? Tritt mir bei und ihr werdet alle super stark und cool werden. Und ihr müsst euch nicht verbessern, weil ich schon perfekt bin und ich Laser aus meinem Glas schießen kann. Ich bin gerade so scheiße. Okay, ich glaube, mein Punkt ist durchgekommen. Ich werde meinen Dialog jetzt loopen. Oh, ich bin scheiße. Oh mein Gott. Ich habe keine Heil-Items. Wait, das war kein Heal. Okay, das war anscheinend Phase 2, aber irgendwie glaube ich, dass ich Phase 3 nicht schaffe. Ich bin auf fucking 30 HP, ich gewinne das nicht. Ich hab doch gedrückt. Digga, what the fuck? Das ist einfach fucking Punch-Out. Ah, aber ich muss nochmal ganz von vorne beginnen, ne? Wait a fucking minute. Bin ich eigentlich zurückgeblieben? Ich kann hier ganz normal kämpfen, ich abbe. Oh, Digga, wie kann ich so kacke sein? Ja, so müssen die Runden laufen. Ja, Digga, wenn man weiß, dass man einfach normal angreifen sollte, hilft das schon irgendwie. Warum war der zweite schon wieder so schnell? So, erstes Leben weg. Diesmal gewinne ich. Ah, jeder meiner Angriffe bringt mir TP, sehe ich gerade. Ich habe mir gedacht, wie lade ich das eigentlich auf, wenn ich hier nicht, Defend mache. Ah, falsche Richtung, ich Affe. Oh, ich bin so schlecht. Wie kann ich hier so verkacken? Das ist nicht schwer. D-
Digga, ich bin so kacke in dem Battle. What the fuck? Digga, ich muss einfach mal bisschen unbekifft sein. Ja! Was ist denn schwierig? Ist nix schwer dran. Ich bin einfach nur insanely bad. So, will jetzt wieder looten. Ich bin einfach zu scheiße für diesen Kampf. Ach du meine Fresse. Fragt mich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man so scheiße sein kann. Ah, ihr seid wirklich würdige Gegner. Ihr habt euch das Recht verdient, euch zu erinnern, was der Sinn einer Kampfmaschine ist. Euch zu zerstören. Null. Finaler Angriff. Haha. Bye. Und damit haben wir es, glaube ich. Kampfkraft sinkt. Überhitzen aktiviert. Hör gut zu. Ihr habt mich vielleicht besiegt, aber ich habe immer noch eine Sache. Ihr drei, die ihr drei nie haben werdet. Ausfahrbare Hände. Uff. Boah, Digga, dieses Battle. Noel, Darling. Hi. Ich bin's. Moin. Nimm den Pin, den ich dir gegeben hab, und hau ihn in den Boden. Erschaff unser neues Kaiserreich. Was ist falsch, Noel? Ich weiß, dass es dich glücklich machen würde, oder sollte ich mit dem letzten Prozent meiner Batterie Susi in 8 Bits zerstören? Lass Susi allein! Du glaubst, dass es mich glücklich macht, dir zuzuhören? Nein! Ich werde niemals glücklich sein. Nicht, wenn ich von dir kontrolliert werde. Warum kannst du das nicht verstehen? Noel! Vielleicht waren meine Berechnungen falsch? Noel! Ignorier doch mich! Mit deiner eigenen Kraft wähl doch die Welt aus, die dich glücklich macht! Queen? Alles okay? Ich glaube, sie hat keine Batterie mehr. Ich glaube, wir können jetzt die Fontäne versiegeln, richtig? Hallo? Boah.
Queen, sie sagte, wähle die Welt, die dich glücklich macht. Ich will nicht in einer Welt leben, die von ihr kreiert wird, regiert wird, aber wenn das nicht der Fall wäre, ich frag mich, ob diese Welt dann vielleicht nicht so schlecht wäre? Hä? Susi, glaubst du nicht auch? Ich... Mann, jetzt wo du sagst, Chris, ist diese Welt nicht einfach irgendwie besser? Wir haben so viele Freunde hier gefunden, weißt du? Ich hatte noch nie ein Abenteuer wie das hier davor. Mit Äxten und Kämpfen und Magie. Wo alles geheilt werden kann mit nur einem kleinen Zauber. Und was auch immer passiert, niemand sagt uns, was wir tun sollen. Ja, also selbst wenn die Dinge wirklich so gruselig wären jetzt. Ich meine... Also gibt's irgendeinen Grund nicht? Keinen, an den ich denken kann. Same. Dann Noel. Ich will mich nochmal wirklich entschuldigen. Warte, was? Mit meinem Willen in diesem Ding mache ich eine neue Fontäne und werde eine helle Zukunft erschaffen, die für uns alle scheint und deren Licht aus Dunkelheit geboren ist. Stopp! Was zum Fick macht ihr alle? Sag mal, wisst ihr, was passiert, wenn ihr das macht? Also... Dieser Blick, Digga. Ihr werdet den Brüllenden bringen. Wenn das Licht von Schatten übermannt wird. Wenn die Fontänen den Himmel erfüllen. Alles wird in Chaos verfallen. Die Titanen werden Form nehmen aus den Fontänen. Und das Land in Zerstörung wickeln. Die Überlebenden Dunklen, von der Dunkelheit zerstört, werden langsam einem bei einem zu Statuen werden. Um die Leitners für sich selber kämpfen zu lassen. Ewig verloren in einer endlosen Nacht. Schischlor, ist das eure Idee von einem Paradies? Die Lore, und warum riecht das nach Kapitel 7? Queen? Oh shit, das habe ich nicht gewusst! Was? Aber dein ganzer Plan war doch... Ich bin nur ein Computer, Lemao, ich weiß doch nicht alles! Ich hab nur aus den Aktionen des Ritters geschlossen! Warum zur Hölle würde ich die Welt zerstören wollen? Das beruhigt mich. Sorry, ich... Nach allem habe ich wieder nur, Probleme für euch gemacht. Und für dich, Noel. Okay, Birdly, ich versteh's. Habe ich drüber nachgedacht, während ich meine Batterie gewechselt hab. Wait. Wie hast du deine Batterie gewechselt, wenn deine Batterie leer war und du dich dementsprechend nicht bewegen konntest? Du kannst die Gefühle von anderen nicht berechnen. Du verstehst, wie ich mich fühle? Nö. Ich will einfach nur, dass Noel nicht sad ist. Naja. Ich bin froh, dass ihr beiden es irgendwie versteht. Ich glaube, am Ende waren wir doch ein ganz gutes Team am Ende. Nein? Kannst du uns jetzt gehen lassen? Ah ja. Susi!
Hey, du hast dich gegen Queen aufgelehnt, nicht halb schlecht. Echt? Ja. Ich glaube aber, du musst bald aufwachen, ne? Alles ist so intensiv geworden, ich habe vergessen, dass es ein Traum ist. Dann hoffe ich nur, dass ich öfter Träume wie diesen hab. Hey, Noel, wenn du aufwachst, wollt nur sagen, Na dann ist es, denke ich, Zeit für euch alle zu gehen. Tender Goodbye Point EXE. Ich werde euch alle vermissen, Noel. Deine unnötige Ehrlichkeit. Susi, dein närrischer Mut. Chris, du bist chill. Burgly. Es muss doch kein Tschüss sein, Queen. Chris kann dich zur Castle Town bringen. Du und all unsere Rekruten können dort leben. Oh, cancelled. Deleting. Alles klar, Zeit zu machen, wofür wir gekommen sind. Hey, Noel. Wenn du die echte Susi siehst, ne? Weiß nur, dass vielleicht sie... Guck mal, sie hat keinen Schwanz, okay? Okay. Lass uns gehen, Chris. Nice. So, und damit sind wir wieder bei der dunklen Fontäne. Wie in Kapitel 1. Chris. Sieht aus, als wären wir wieder mal hier, ne? Der brüllende Ritter. Was auch immer sie sind. Sie machen diese Fontänen. Er macht die Fontänen. Was auch immer macht die Fontänen, aber... Ist das wirklich was Schlechtes? Ich meine... Seit sie begonnen haben... aufzutauchen, ist alles viel interessanter geworden, nicht? Kinda. Ich hab den falschen Knopf gedrückt, ich hab... Naja, wir haben... Wir müssen da nicht drüber nachdenken jetzt. Chris, du bist dran. Mal wieder. Es ist, als würde deine Seele glühen. Ich bin nur jetzt mal gespannt. Erstens, Credits haben die in anders Team und was kommt am Ende? Wir werden wieder eine Stadterkundung machen, das wird auch erst nächste Folge sein, aber das Ending war in Kapitel 1 ja sehr interesting. Hä? Was zum Fick ist passiert? Oh, es war ein Traum, oder? Hä, ein Traum? Das war alles ein Traum? Natürlich, das muss ein Traum gewesen sein. Solche Gefühle und Gedanken, dass ich jemals denken würde, Susi wäre... Susi? Susi, was machst du hier? Du hast uns eingeladen zu lernen, erinnerst du dich? Oh, ja, ich... Was? Mit ihnen lernen? Noel, was ist los mit dir, sie sind... Ich glaub, wir können's versuchen. Hä? Mein Wecker? Och, da draußen müssen die jetzt wieder ganz laut sein, Digga. Sekunde. So. Ah, kacke, ich werd für meine Schicht spät sein. Was? Wie ist es schon so spät? Na dann. Ich... muss meine Bücher einpacken. Ah, ich liebe die Bücher von frisch aufgesammelten... die Textur von frisch aufgesammelten Büchern. Also dann lass uns beeilen, Noel. Bye, Chris und Susi. Tschö. Wir sehen uns. Was? Guckst du nach irgendwas? Nein, tschüss. Was zum Fick ist ihr Problem?
So behandelt macht man doch niemanden, der gerade die Welt gerettet hat. Chris, ey, warte eine Sekunde, Chris, wir haben gerade einfach die Welt gerettet, oder? Verdammt, wir sind schon krass und niemand weiß es. Ja, ist wahrscheinlich besser, richtig. Leute würden richtig durchdrehen, wenn sie wüssten, dass die Welt in Gefahr ist. Ach, schade nur, dass Noel vergessen muss. Was auch immer, verpissen wir uns. Ja, aber die Stadterkundung machen wir nächste Folge. Also, bis dann. Und ciao.